Ich habe ein neues Außenlager gemietet. Nicht hier, ganz woanders. Aber gleich in der Nähe hier. Also jetzt so Umkreis von Luftlinie, also ich sag mal Luftlinie 300 Meter so ist das weg von hier. Ja, 500 Meter. Und du fährst sogar 800 Meter. Nee, ist ein Bauernhof, eine Scheune, habe ich gemietet. Die große Halle wäre mir jetzt eigentlich so teuer gewesen, weil ich wollte jetzt nicht so viel Geld in die Tasche nehmen und da irgendwie ein Stück von haben. Das war nicht drin, Alter. Gottes Willen, ne? Aber trotzdem ist so ein Außenlager nie schlecht. Und ich glaube, die Scheune ist auch, also die hat auch keine Schimmelprobleme, so wie die Blechhalle. Das heißt, die alte Außenlagerhalle wird irgendwann ersetzt durch diese hier. Oder ich behalte die. Mal gucken. Ich habe die ist dann vorausbezahlt worden, ne? Und das Ding daran ist halt hier, die haben wir ja noch ein paar Monate. Deswegen können wir die auch halten. Aber das andere Ding tatsächlich ist auch viel günstiger. Ne? Also viel günstiger und vor allem fürs Günstigere ist die sogar noch größer. Also die quadratmetermäßig ist die sogar, ich glaube, der 200 Quadratmeter oder irgendwas. Nur Schrauben darf ich darin nicht. Kann ich auch nicht zeigen, ich kann auch nicht rein. Ich krieg die erst so ab Mitte des Ende des Monats. Das heißt, eigentlich ist ein anderer Mieter drin, ich krieg die erst später. Also noch kann ich euch nichts zeigen in der Hinsicht. Erst wenn ich sie habe, kann ich euch die zeigen. Ne? Auch cooler Vermieter, sehr korrekter Typ. Also wirklich, mit dem haben wir lange geschnackt. Sind auch zusammen hergelatscht, was gleich an meiner Ecke ist. Das passt aber. TÜV neu, Gurkenmotor rollt bei Berganfahrt rückwärts. Ach du Scheiße. Beste Kiste, Daniel. Und um die Ecke, ja genau. Die andere Halle ist ja voll weit weg. Da fährst du, zur anderen Halle fahre ich hin. Locker 20 Minuten oder so, ne? Wie groß ist der Hof? Nicht groß. Ja, Güllehalle nicht. Also es war mal Gülle, also das war mal so ein ähnlicher Stall wie Michi hat, aber halt kleiner, was halt eine normale Scheune ist und so ein Gulfhaus. Und ja, was soll ich erzählen? Das Ding daran ist halt, das ist zu, Alter, furchtbar. Aber die haben schon alles zugemacht und so. Riecht nicht mehr nach hier. Es riecht nicht mehr nach Gülle da drin. Ist großneutral. Witzig ist, aktuell steht da ein K30 drin. Mister, was geht, Alter? Paket ist, glaube ich, angekommen, ja? Ich bin nicht ganz, aber kannst du dir die Tage angucken. Also videomäßig kommt jetzt alles, ne? Ist genauso wie, ich hab noch eine Geschichte mit hier, tatsächlich mit so einem, mit Putzkram. Mit dem Dings, das müssen wir auch machen. Der K30 ist nicht drin, ne? Da ist ein K30 drin, da ist ein Trabi drin, da ist ein Quack Junior drin. Total cool. Das könnte meine Halle sein eigentlich. Einzig auch, wenn nicht ganz reinpasst, ist ein Mini. Ja, aber egal, ich werde es die Tage sehen. Ne? Also, ja, die Teile, die Wochen sehen. Das dauert ein bisschen. Okay? Dauert echt ein bisschen. Ja, den K30 finde ich ganz cool tatsächlich. Die Lade finde ich besser als meine. Wenigstens optisch gesehen. Ich glaube, untenrum ist meine besser. Übernehmen wir es einfach. Genau. Ja, wie gesagt, ist ja nicht meins. Ne, Gott, den Vormieter. Aber cool. Auch coole Leute dahinter. Also wirklich, ne? Habe ich vermittelt gekriegt aus meinem Freundeskreis. Echt geil. Könnte man Dienstag vorbeikommen? Bräuchte ein paar Aufnahmen. Patti, du kannst rumkommen, klar. Aber nur wirklich Dienstag. Am Mittwoch ist hier eng. Ne? Mal Mittwoch müssen wir uns erstmal ein bisschen einfinden wieder, weil diese ganze Fernsehgeschichte ist nämlich so, ihr müsst euch vorstellen, dann sehen wir uns alle nach langer Zeit wieder. Philipp habe ich schon getroffen und so, ne? Mein Nummer 1-Mann da, ne? Sehen wir uns nach langer Zeit wieder. Und hier müssen uns immer wieder alle einarbeiten. Das ist für uns auch schwer. Also für mich so, diesen Anfang hier so kriegen. Wenn man nicht Jens lese, Alter! Noch ein Wunder! Lese ich noch so ein Wunder. Jens hat ein Wunder vollbracht. Das Wunder von Gurk. Der LT, das Lager ist drin. Hat mich heute angerufen und erzählt. Das Lager ist neu. Ob es das Fehler war, wissen wir noch nicht, weil aktuell ist die Batterie von dem Ding leer. Ich glaube, der LT braucht mal eine neue Batterie. Die kackt ganz schön oft ab zur Zeit. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, wir probieren das mal aus. Ne? Alter, drück mir die Daumen. Hoffentlich war es nur das Mittellager, nicht das Differential oder irgendwas. Patti, Alter, 10 Mark, ich danke dir, ne? Drück die Daumen. Wirklich. Also ich habe echt ein bisschen Schiss. Also stell dir mal vor, nachher geht das nicht.
Ja, aber hat Jens, geile Nummer, ne? Mittellager war eh Fritte, ja, ist klar. Leuchtet ja, glaube ich, am Tag. Ja, die rote Lampe vom Tacho leuchtet immer. Frag mich nicht, warum, Twiki. Oh, die nächste Baustelle ist auch Tachowelle von dem Ding, Alter. Der LT ist sowieso noch eine ziemlich große Baustelle, ne? Also jetzt, TÜV mag wohl gehen so, denke ich, mit Tachowelle. Aber den LT müssen wir ganz, ganz viel Liebe geben, Alter. Der fällt auch langsam auseinander. Aber gut, der hat bei mir auch schon locker 40.000 Kilometer gesehen, seitdem ich ihn hab, ne? Also der ist viel gefahren. Aber der muss gemacht werden. Ne? Also, auch wenn jetzt das Lager drin ist, der wieder gut fährt, aber der hat immer noch einen kacke alten Zahnriemen. Der hat immer noch hier, das ist halt, ne, weiß auch nicht, Scheibenrahmen fängt wieder an zu rosten. Also das Plateau muss ich machen, die Tachowelle muss ich machen. Da habe ich noch bei den paar Innenraumgeschichten, Kleinkram, Radlager vorne rechts hat das Spiel, glaube ich. Alles andere paar Schläuche und so noch. Aber der LT ist schon nackt. Also das wird noch was werden, Alter. Moin, Hickey. Das wird echt noch was werden. Also das ist wirklich, also der LT, der frisst noch eine Woche Arbeit. Ich glaube sogar, auch wenn mich da viele tatsächlich mich köpfen werden. Ja, die LT-Lampe ist immer an, die Öllampe. Die ist egal, die braucht kein Mensch. Wenn er nicht läuft, klackert der, wenn er keinen Öldruck hat. Das geht. Hör ja so. Markus, Sepp, moin du. Moin, Norman. Ich denke, ich werde den LT bald lackieren. Guck mich nicht so an. Nee, keine Schockstarre, okay? Ich glaube, komm, ich habe mir unten schon grau abgesetzt. Jetzt fängt die Kabine noch an zu gammeln an manchen Ecken. Ich glaube, jetzt ist es soweit, dass der Gurkencamper lackiert wird. Ne? Wirklich jetzt, ne? Marc, Alter, ich danke dir trotzdem für deine Berlin-Geschichte da und so. Danke, Mann. Trotzdem, wie immer. Ja, ich weiß noch nicht, welche Farbe. Wahrscheinlich werde ich vorher noch ein H-Kennzeichen machen. Und dann geht's los. Ich weiß noch nicht genau, welches Design, aber der wird auf jeden Fall angespeedshoppt. Der wird eine andere Optik kriegen. Definitiv. Hat er verdient. Der muss gegurkt werden. Der gehört zur Truppe dazu. Schwer, ne? Nee, ich will den, wenn ich ihn lackieren würde, würde ich nicht schwarz lackieren. Schwarz ist langweilig. Schwarz ist er ja schon. Das Plateau ist ja auch Silber. Und das Schwarz-Silber sieht eher so ein bisschen aus nach festletzter Preis. Ne? Der Schleppwagen, nicht der Gurkencamper. Der Gurkencamper ist doch schon lackiert. Das ist die, Alter, das ist, als ob wir die ganzen Folien da wieder abreißen. Also von der Arbeit, das war. Für mich ist er in der Truppe. Nee, da bleibt so. Ja, fürs Plateau habe ich damals mal so Community tatsächlich, ne, weil es da rumlag bei ihm, ganz, ganz viel Raptor bekommen. Guck mal hier, da ist Raptor-Lack, da ist noch mehr Raptor-Lack und ich habe auch diese Verdünnung, diese Ätzgrundierung für Raptor-Lack. Das heißt, ich habe noch nicht die Ahnung von Raptor-Lack. Sonst kann man das Ding so dicht wichsen damit, komplett. Ne? Ne, Pink kommt nicht ganz so gut. Guck mal hier, mein Daily steht auch hier. Schön, ne? Der Kübel, der Daily, bei mir auch ganz gut. Aber er ist aktuell wieder ein Arsch. Der hat schon wieder Probleme. Der ist schon wieder kaputt. Der hat irgendwann, wenn er warm ist, spackt man schon die Zündung rum. Und dann ist es ungefähr so, als wenn du in der Gurke reitest. Ganz scheiße, auf einen Port immer. Ich will mal gucken. Ich habe jetzt mal zwei neue Zündkerzen bestellt. Zwei neue NGKs. Und wenn es daran nicht liegt, dann muss ich nochmal dabei gehen, ne? Ja, Beckengurte im Kübel, nee, tatsächlich, ja, wäre cooler, aber pass mal auf. Beckengurte sind tatsächlich scheiße. Warum? Ganz einfach. Der Wagen ist für mich alltagstauglich, weil ich Jody mitnehmen kann. Guck mal, ich habe hier diesen Kindersitz hier reingegurtet mit den 3-Punkt-Gurten. Seht ihr das? Das funktioniert super, hält super fest, ne? Ass rein. Und mit diesem 1-Punkt-Bauchgurt, der viel geiler wäre eigentlich, ist klar, wäre es aber voll scheiße. Deswegen lasse ich das drin. Weißt du? Ja, der hat Anton eine neue Kerze gekriegt. Ja, der Cutbook abmelden ist gerade schwer. Ich habe den Fahrzeugschein verschlammt. Muss erstmal einen neuen Fahrzeugschein beantragen. Der ist irgendwo im Cutbook verloren gegangen damals. Da schicke ich jetzt erstmal Justin drauf. Da kann man sich den mal angucken. Vielleicht hier findet er ja irgendwo drin.
Auf jeden Fall, ich wollte ihn eigentlich abmelden, aber momentan ist er noch, deswegen ist er noch angemeldet. Anderweitig mache ich ihn auch wieder fertig und lasse ihn einfach wieder laufen. Ne? Nein, ich habe keine Gurte in den Rekord eingebaut. Den Rekord habe ich mich jetzt entschieden, weil der ja 1969er Baujahr ist, hat er ja eh keine Gurtpflicht. Deswegen ist Gurt Ausstattung. Ne? Nee, Adrian, der hat keine Zündbox, der hat noch Zündkontakte. Die Gurke ist ja kontaktlos. Ne? Also beim Kübel gibt es zwei Varianten. Entweder wir kriegen das getüdelt, dass wir ihn so wieder ins Laufen kriegen mit dem Scheiß, der drin ist. Weil Zündkabel kriegt er jetzt auch noch und sowas. Oder wenn das nicht klappen sollte, dann hier nehmen wir die ganze Scheiße, reißen wir alles da raus. Alles raus und kommt 12 Volt kontaktlos ran. Arschlecken. Weißt du, dann ist gut. Dann läuft er immer. LT, also ich rechne irgendwie mit Oliv und Flecktarn. Flecktarn wäre geil, Oliv. Ne? Ich muss auch gucken. Ne? Aber das ist ein 6-Volt-Haufen halt. Der ist ja viel älter, der Kübel. Ne? Der LT-Kabel hat immer noch Probleme. Nee, der läuft zurzeit. Aber ein 12-Volt-Kompressor ist auch so meine Idee, Thorsten. Da haben wir vorhin auch schon drüber geschnackt. Da sind wir uns einig. Ja, LT-Vollballer, ich will ja den. LT soll ja nochmal historisches Kulturgut werden. Müsst ihr ja denken. Ne? Den würde ich ja gerne nochmal ein H-Kennzeichen verpassen. Dann wird er ein bisschen billiger für mich. Ich muss mal gucken. Irgendwann fällt mir ein. Aber das mit dem LT ist eh so eine Sache, die zieht sich eh noch 200.000 Jahre. Der hat ja noch 2 Monate TÜV. Also alles gut. Und dann überziehen wir noch 2 Monate, bis dahin müssen wir es einfahren lassen. Ihr wisst doch, wie das läuft. Gurkenwelt halt. The Ultimate Gurkenwelt. Warte, ich steige mal hier auf den Boden hier, warte. Spiegel bekommt 6. Ja, es gibt auch für 6 Volt, aber die ist voll teuer. Also diese Kontaktdose für 6 Volt ist mega, mega teuer. 150 Euro kostet die Scheiße. Sehe ich auch nicht ein, da kann man in der komplette so kaufen. Mit Hart darf ich ihn schon gewerblich nutzen, klar, das geht auch. Machen viele. Ist ja auch viele Busse noch neben, die so rumfahren. Also ich darf das dann auch. Gelb lackieren mit Gurk ADAC. ADAC. Gurken Automobilclub Deutschland. Keine Ahnung. Genau, dann darf ich mit dem LT nicht mal legal nach Marco. Ja, ich weiß auch nicht. Mal schauen. Irgendwas tüdeln wir uns da schon. Die Umgröße von 12 Volt auf 6 Volt ist eigentlich nicht mega schwierig. Ich habe die auch noch nie gemacht, tatsächlich. Ach so, übrigens, hier, der silberne Passat, ne? Was jetzt gerade gefragt wurde wegen Jens und so. Der fährt wieder, ist beim Kunden, hat Jens hinbekommen, ist dann repariert. Und tatsächlich wird dieses Auto auch wieder täglich bewegt. Hatte 2 Tage durchgefahren, bisher noch pannenlos. Aber bisher sieht alles gut aus. Also ich glaube, dass der silberne Passat erstmal wieder seinen Job macht. Ne? Held des Tages, mal wieder Jens. Sechs voll kontaktlos gab es früher nicht. Nein, das ist jetzt so Nachbausets für. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht. Da kann man doch lieber die ganze Kiste aus 12 Volt ballern und dann ist gut. Aber mal schauen. Ich weiß es halt noch nicht. Ne? Was war nicht mit dem 6er BMW? Lass uns pushen bei Marco. Tatsächlich nur ein Zeitproblem war damit. Also ist nichts. Ich wollte da hin nach Marco immer noch. Tatsächlich. Also will ich immer noch hin. Aber ich habe ja erzählt, die Fernsehgeschichte geht weiter. Mein Portemonnaie wurde sehr, sehr, sehr eng. Sehr, sehr knapp. Eine Zeit lang, weil ich ja den hier. Der Dings hat sich so mega lange gezogen. Der hier, der Chrysler zum Beispiel und die ganzen anderen Projekte auch. Alter, warte mal eben, ich muss kurz gucken hier. Sebastian, Alter, 14, ich danke dir für 15 Mark. 54, danke, Alter. Danny, Jorko geht es auch in der nächsten Zeit weiter. Ist also meiner geplanten Projekte. Also dieses Jahr soll er noch rollen mit TÜV. Ja, Demos geht weiter. Staffel 2 kommt. Dreharbeiten beginnen jetzt Bockhorn. Aber Typ und sind gefallen, belagert uns deswegen jetzt nicht. Ihr könnt gerne mitmachen. Aber dann kommt aber. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier da jetzt hier. Begleiten mich halt nur, ne? Übliche Gurkenleben halt, so wie es halt immer so ist. Ich bin da halt als normaler Mensch. Nicht als irgendwelcher besonderer Zauberkünstler oder so. Bitte behandelt mich auch so.